Wie schreibe ich in der Wikipedia? Im Hintergrund hören wir ein bisschen Baulärm. Der soll uns nicht stören, denn ich nehme das in meinem Büro auf, wo direkt daneben eine Großbaustelle ist, schon seit 2 Jahren. Ich bin nicht angemeldet in der Wikipedia. Das heißt, ich habe die Leitseite aufgerufen. Das ist egal, welche Seite ich aufrufe, aber mit irgendwas müssen wir beginnen. Und heute geht es darum, einen neuen Artikel zu schreiben. Und weil ich das als Beispiel geben möchte, wie man das grundsätzlich macht, können wir einen blödsinnigen Titel angeben, zum Beispiel Hondrul. Und jetzt suche ich in der Wikipedia nach Hondrul und ich sehe dann, es gibt einen Iodocus Hondius, aber es gibt einen Hondrul, gibt es halt nicht. Und weil es den nicht gibt, bietet mir die Wikipedia-Seite an. Der Artikel Hondrul existiert in der deutschsprachigen Wikipedia nicht. Du kannst den Artikel erstellen, kannst eine Anleitung aufrufen. Ich rufe mal die Anleitung gerade auf. Die ist mir zu kompliziert. Es gibt hier ein Video, das ist viel besser. Und die ganze Seite ist aber eigentlich zu lang. Ich gehe wieder zurück. Und ich kann noch woanders danach noch Hondrul suchen, aber ich erstelle jetzt einfach mal, damit ist noch nichts passiert, damit ist noch nichts veröffentlicht. Jetzt sagt mir der Editor, mit dem ich diesen Artikel Hondrul anlege, du bist nicht angemeldet, deine IP-Adresse wird bei der Bearbeitung öffentlich sichtbar sein. Wenn ich jetzt kriminelle Dinge aufrufe zu Gewalt oder so hier reinschreiben würde, Hondrul ist ein ganz tolles Bombenbautool, mit dem ich den oder die in die Luft sprengen kann, dann würde ein Verfahren eingeleitet, sodass aus der IP-Adresse meine Identität zurückverfolgt werden könnte. Aber das ist in der Regel ja nicht der Fall. Ich empfehle trotzdem, irgendwann sich anzumelden mit einem Pseudonym am einfachsten. Zum Ausprobieren nutze bitte unsere Spielwiese. Das ist so eine Art Sandkasten. Da kann man alles Mögliche probieren, da brennt nichts an. Aber der Sandkasten allein, den anzulegen und dann aus dem Sandkasten etwas in die Realität, also sprich direkt hierhin jetzt in die Wikipedia, Hauptansicht zu lotsen, ist auch nicht trivial. Ich kann außerdem nach Hondrul in anderen Artikeln suchen. Vielleicht kommt es ja davor und dann muss ich keinen neuen anlegen. Hier nochmal die Hilfe zu einem neuen. Und außerdem steht, beachte dabei, der Gegenstand, also Hondrul, muss die Wikipedia-Relevanzkriterien erfüllen. Die muss man nicht durchlesen. Aber man sollte wissen, die gibt es. Es gibt sozusagen ein Relevanzkriterium für eine Firma. Wenn eine Firma gerade sich gründet, aus 2 Leuten besteht, noch nie was verkauft hat, kein Patent angemeldet hat, dann ist sie nicht relevant für eine Enzyklopädie und der Artikel wird gelöscht. Und deswegen steht hier unten, es passiert leider zu oft, dass schlechte Artikel gelöscht werden müssen. Wenn du das Erstellen oder Bearbeiten von Artikeln erst einmal ausprobieren willst, nutze, und da steht wieder die Spielwiese. Wir probieren das nicht aus, wir veröffentlichen den Artikel aber auch nicht, sondern klicken diese sinnvolle Warnmeldung wieder weg. Hondrul ist eine im Jahr 1877 entdeckte hondranische Echse. Sie lebt meist in der Luft und atmet dieselbe. Das ist also völliger Unsinn. Ich will ja nur ein Beispiel sagen, wie man so einen Artikel beginnt. So, und jetzt ist Folgendes. Man setzt das Wort, worum es geht, Hondrul, im ersten Satz immer fett. Das heißt, ich doppelklicke es, gehe auf dieses Icon hier und damit ist es fett. Im Jahr 1877 kann ich markieren, denn alle Ereignisse, die im Jahr 1877 stattfinden und in der Wikipedia vorkommen, könnte man jetzt mit diesem Icon hier, okay, verlinkt wichtige Wörter zu anderen Wikipedia-Artikeln, habe ich verstanden, zum Jahr 1877. Entdeckte hondranische Echse. Hondranisch gibt es nicht, das habe ich ja auch frei erfunden. Deswegen können wir es auch nicht verlinken. Aber wenn wir meinen, dass es einen Artikel zum hondranischen Kontinent geben soll, dann doppelklicke ich das auch, setze hier dieses Icon und honduranisch findet es natürlich, aber ich will hondranisch haben und dann mache ich fertig
Und dann ist es ein sogenannter Rotlink. Diesen Artikel, auf den es verweist, gibt es noch nicht, aber ich zeige damit, dass ich es eigentlich für nötig halte, dass der Artikel über Hondranität veröffentlicht, also gebaut wird, dass ihn jemand erstellt. Aber die Echse natürlich würde ich hierhin verlinken. Es ist ein Taxon der Reptilien, das ist völlig richtig, und damit ist der erste Satz gebaut. Sie lebt meist in der Luft und atmet dieselbe. So, Luft könnte ich jetzt auch hier reintun. Luft, gasgemischte Erdatmosphäre, das tue ich aber nicht. Das ist nämlich heute nicht mehr nötig. Am Anfang der Wikipedia hat man versucht, alles Mögliche zu verlinken. Man könnte auch Atmen verlinken, indem ich hier auf den Atem gehe, hier zum Beispiel. Den finde ich jetzt hier nicht, aber Atem würde ich finden. Das ist eine Luftmenge, die beim Luftholen zugeführt wird. Diesen Artikel gibt es, könnte ich verlinken, macht man aber auch nicht, weil es so selbstverständlich ist, genauso wie die Luft. Während die Echse ist nicht ganz selbstverständlich, das ist oft eine Erwägungssache. So, jetzt will ich nun ein Bild einführen von dem Hondrul. Und dazu nehme ich ein Bild, was schon in der Wikipedia drin ist. Und dazu gehe ich zu Einfügen. Denn ich will jetzt eine Mediendatei einfügen. Und zwar keine Tabelle, keine Vorlage, sondern Medien. Und das führt mich zu Hondrul. Wenn ich jetzt meine, ich brauche eine Echse, dann kann ich Echse hier eintippen und bekomme sehr viele Bilder zu Echse geliefert. Und dann nehme ich mir irgendeins, was mir gut gefällt, zum Beispiel die hier. Das ist jetzt keine Hondrul-Echse, haha, aber das Bild verwende ich weiter. Ich klicke da drauf. Tolles Bild. Und jetzt soll ich eigentlich dieses Bild beschriften, und die Beschriftung lautet Hondrul kurz nach der Landung. Wenn jetzt Landung unbekannt wäre, könnte ich hier das auch doppelt klicken und wieder mit diesem Icon auf den Wikipedia-Artikel über die Landung. Aber das mache ich auch nicht, weil es eben, wie gesagt, selbstverständlich ist. So, und weil ich jetzt das noch belegen möchte, das ist ein Hondrul kurz nach der Landung, setze ich einen Beleg. Und den Beleg hole ich mir jetzt irgendwo her. Guardian Co. UK, renommierte englische Tageszeitung, die in der Wikipedia Relevanz hat. Und zufällig wäre das jetzt ein Artikel über mein Hondrul, ist es natürlich nicht. Ich klicke da drauf, und jetzt kann ich entweder hier den Link kopieren für eine E-Mail oder für Twitter oder für Facebook. Ich kann aber einfach den ganzen Artikel, das seht ihr jetzt nicht, weil ich ganz oben die Adressleiste gerade nicht hier im Screen Viewer Recorder sichtbar habe. Ich kopiere den ganzen Link. Jetzt gehe ich zurück zu meinem Hondrul und belege diese Landung. Das ist quasi jetzt ein automatischer Beleg, den ich setze, denn ich habe eine URL, ich habe einen Webseitenlink, 1800-year-old Roman Glass Chart Revolved, und ich erzeuge jetzt automatisch eine Quelle dafür. Und die sieht dann so aus. Ich füge die dann ein, und jetzt füge ich das Bild ein. Wir sind noch in der Bildunterschrift, deswegen sieht das so aus. Unser Artikel besteht jetzt aus einem Satz, fett gedruckt: ist eine im Jahr 1877 entdeckte hondranische Echse. Sie lebt meist in der Luft und atmet dieselbe. Ein Bild dazu, Hondrul kurz nach der Landung. Und wenn ich hier draufklicke, käme ich jetzt wieder zu dem Artikel des Guardian. Und angenommen, ich finde den Artikel jetzt ausreichend. Das ist natürlich alles andere als ausreichend, abgesehen davon, dass er völlig falsch ist. Dann würde ich die Seite jetzt veröffentlichen. Und er warnt mich nochmal, warum und wieso will ich es wirklich veröffentlichen. Die Chancen, dass ein neuer Artikel gelöscht wird, sind durchaus hoch, weil viele Leute, die neue Artikel schreiben, nicht genau wissen, dass man sie nicht braucht oder dass sie eben nicht relevant sind nach den über viele Jahre entwickelten Relevanzkriterien. Ich veröffentliche das natürlich nicht, sondern überprüfe nochmal meine Veränderungen. Da sehe ich hier, was ich alles verändert habe, auch eine komplizierte Seite, und ich setze lieber die Bearbeitung fort und werde nachher diese Seite schließen. So, das war der Versuch, einen neuen Artikel in die Wikipedia zu setzen. Und keine Sorge, wenn wir den jetzt unangemeldet hier reingesetzt hätten, Hondrul wäre für niemanden sichtbar, bis jemand es sichtet, diesen neuen Artikel. Und das wird natürlich niemand tun, sondern der wird zu einer Löschung,
hingeführt, sodass er dann gar nicht erst ins Bewusstsein der Leute gelangt. Wo der Artikel aber allemal einen Platz hätte, wäre auf der Stupidedia. Die Stupidedia ist nicht, hängt mit nicht der Wikipedia zusammen. Sie benutzt aber die Technik, Webseiten zu erstellen und ähnelt quasi der Wikipedia. Aber hier steht im Wesentlichen Unsinn drin. Ich habe hier auch schon vielen Unsinn reingeschrieben. Gehen wir mal zum Beispiel zur Heilkunde. Ein Gehirnkrampf ist ein Krampf im Gehirn, was eigentlich jedem klar sein sollte. Also sowas kann nicht in der Wikipedia stehen, aber in der Stupidedia durchaus schon. Und hier könnte dann auch Hondrul stehen. Schreibt den doch rein, den Hondrul. Man braucht endlich mal einen Artikel. Bis dann.